Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit-Strategiespielspaßes. Es geht weiter mit Anno 1404 Venedig und dem Van Ori, der nicht mit Geld umgehen kann. Yes. Yes, we can. Genau, immer raus damit. Mit allen Möglichkeiten, die man hat. Das Geld muss raus. So, wie viel? Ja, so sieht das. So muss das. 8 von diesen blöden Kräutergärten muss ich jetzt hier bauen, das schaffe ich ja nie. Was? 8? Wieso 8? Na, so eine Klostergarten bewirtschaftet 8 Felder. Ach so, ja. Alter, der Großvezier Al-Subisu, der hat jetzt einen Großeinkauf bei mir gemacht. Der hat ja richtig zugeschlagen. Das ist doch schön. Ja, willst du deine 3000 wieder haben? Du Arsch! Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeit. Ach komm jetzt, das kannst du mal machen hier. Ich hab jetzt gerade keinen Bock auf Auftritt. Was will der denn? Was will der denn? I don't know. Versenken Sie das flüchtende Schiff. Es geht nicht. Warum nicht? Sind alle deine Schiffe in Benutzung oder was? Nee, nicht alle, aber... Viele. Naja, es ist jetzt nicht unbedingt... Ich muss... Und so... Dann muss der Papa's wieder machen. Na, warte, wo ist es denn? Nee, lass mal. Eure lass mal. Niederlassungen ich mach das schon. Ich tu Neptune mal aus der Handelsdingsrums raus. Junge, ey. Heute ist euer Glückstag. Ich bin overweg. Ja, da, nimm deine 3000 wieder, du Geizhals. Ich wollte mein Geld ohnehin nicht mit ins Grab nehmen. Mein mit Brot beladenes Kriegsschiff wird jetzt den Feind mit Rosinen bombardieren. Das ist der Rosinenbomber der Meere. Ist das geil. Oh, hier eine Noria hat bald kein Wasser mehr bei mir. Das ist ja eine sehr Frechheit hier. Ja, das ist echt eine Frechheit, ne? Wir müssen halt mal tiefer bohren, die Luschen. Gut, ich habe jetzt hier ein Kräuter... Spaß und 2 Getreide. Ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt hier die was Brauerei baue. Wie die ausgelastet wird. Routenplanung. Da pusst so ein komischer Landwirt-Typ hier rum. Wo ist mein Ballerballer-Schiff? Bierproduktion läuft jetzt an. Mal gucken. Sehr gut. Das wichtigste Nahrungsmittel überhaupt wird jetzt endlich produziert. Alle Achtung, sie spielen bereits 2 Stunden am Stück. Das ist eigentlich echt seltsam, ne? Das ist eigentlich das Nahrungsmittel überhaupt des Mittelalters gewesen. Stimmt, ja. Weil das war halt sauber, ne? Im Gegensatz zu Wasser. Naja, sauber war das jetzt auch nicht unbedingt, aber es war zumindest sauber. Ja. Und es hat verdammt gut geschmeckt. Wahrscheinlich nicht. Damals. Immer dieses Speichern, ey. Auf ihrer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Och, was? Ich hab einen Sandsturm über eine Insel. Ich drück erstmal kurz Pause. Vielleicht fängt das ja dann wieder, ja. Ja, das ist aber, glaube ich, diesmal bei mir der Sandsturm. Ich guck mal. Ja, das ist bei mir. Was macht ein Sandsturm? Wahrscheinlich senkt er deine Produktion oder sowas. Oder ach ja, die erstmal aussetzen. Ja, und die Nomaden werden pissig hier, sehe ich gerade. Ja, willst du machen? Stadtmauer rumziehen oder was? Ich weiß auch nicht. Aber die haben halt hier so ein Ausrufezeichen über ihrem Ding drüber. Vom Sandsturm betroffen. Ja, tut mir leid. Kann es nicht ändern. Ja, die Gebäude haben weniger Produktion. Die Dattelplantage hat gleich mal 0%, ist ja mal krass. Die hat's halt voll drauf, ne? Das ist echt cool. Ich habe 2 Aufträge und der eine Auftrag fährt genau auf den anderen zu. Also kann ich die ja schön abfangen. Besser geht's nicht, ne? Oh, ich bin voll mit Seilen. Vielleicht setze ich da mal hin eine Pause. Und er hat mir empfohlen, eine Vogtei zu bauen. Na, dann machen wir das nochmal.
Das ist eine Vogtei. Das senkt die Unterhaltskosten von Produktionsgebäuden auf einer Insel. Das macht schon Sinn. Aha. Also gerade du als... Aber die brauchen... Oh, was kostet die denn? Lokrati? Eigentlich kann ich die bauen. Die Frage ist nur, wohin ich die baue. Kann ich die hier bauen? Ist schlecht. Wo kriegt man das Ding denn? Im Patrizierbaumenü ist das. Rechts neben der Kirche. Ah, okay. Okay. Ah, saubere Buchführung. Und sehr auf. Das lohnt sich halt schon. Das würde sich bis jetzt auf meiner Hauptinsel zumindest auf jeden Fall lohnen. Ja, da ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr Einfluss gelangt. Habe ich auch gerade gebaut. Irgendwer hat einen Ratssitz übernommen. Ja, der Schmalzlokus hat jetzt seine eigene Insel gekauft. Naja. Ist jetzt keine Überraschung. Immer noch eine Pussy. Klar. So, was brauche ich denn für die... Ach, kann ich ja noch gar nicht bauen. Wow, ich kann Notizen verfassen in dem Ding. Was bringt das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß sowieso nicht, wie das Ding funktioniert. Ach, das arbeitet automatisch. Glaube ich. Du musst da nichts weiter machen. Ah, man kann nachgucken, wie viele Gebäude man von was besitzt. Ja. Nice. Das ist eine gute Übersicht. Mi gusta. Wie viel? Boah, dieses kleine feindliche Kriegsschiff, ne? Statt dass es stehen bleibt und fightet, fährt es weg wie eine Pussy. Also wird dabei immer langsamer, weil du es immer triffst. Ja, es ist echt grausig. Ich überhole das Ding jetzt und greife das Teil gegen die Fahrtrichtung an. Ich habe gerade einen Fehler meiner Denkweise entdeckt. Ah. Wenn ich natürlich von der Insel, wo ich... Ich muss das anders machen. Ich muss die Klosterbrauerei auf der Hauptinsel machen, weil sonst funktioniert das mit dem Getreide natürlich nicht. Weil das ja immer abgeholt wird. Das ist natürlich logisch. Dann müssen wir das hier wieder rausmachen. Das heißt... Jetzt fängt er mir an zu erzählen, dass meine Holzpiller keine Waren mehr herstellen. Das abzufangende Schiff wurde versenkt. Kräuter. So. Der Rat der 10 Dank. Dann bauen wir das doch ein. Was muss ich jetzt mit dem Ding machen? Womit? Mit den Schiffsbrüchigen. Na, dorthin zurückbringen, zum, ja, Lord Northburg oder wie er heißt. War das Nautiburg? Ja. Oder war das der... Nee, es war Nautiburg. Ja? Ich bin sicher, dass das nicht der, Visiertyp war? Ja, weil, verschlepptes Glück, versenken Sie das flüchtende Schiff und bringen Sie die Beweise zum Konto von Lord Northburg. Nautiburg. Nautiburg. Ach, da unten steht's ja. Jo. Diese Angelegenheit, um die ich euch bat, oh, nice Knete, hat sich erledigt. Ja, ab und zu gibt's auch mal Kohle, das ist nicht schlecht. Ja, hat sich ja, bis jetzt hat sich da ja noch nicht so viel getan bei mir jetzt, ne? Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Bei mir ist Stau am Kontor. Stau auf der 1. Unser aller Bemühungen für diese Stadt tragen goldene Früchte. Ich hab schon wieder zu wenig. Okay, die Kräutertypis, das ist mehr als genug, wie es aussieht. Die produzieren sogar über. Wie ein so ein Kräuterding? Ja, ich hab jetzt zwei von den Kräuterdingern. Und ich habe zwei von den Klosterbrauereien. Ich denke mal, ich kann noch eine dritte Klosterbrauerei bauen. Und wie viele Getreidedinger hast du da? Bis jetzt zwei, aber ich werde noch einen dritten dazustellen. Also quasi 3-1 auf eine Klosterbrauerei, oder wie? Habe ich das jetzt verstanden? Bitte? Wie ist jetzt, also du zwei Getreide, nee. Eine Klosterbrauerei, einmal Kräuter und das dann auf eine Brauerei, oder wie?
Nee, es sind zwei Klostergärten, drei Weizenfarmen, drei Klosterbrauereien. Ach du Scheiße, sehr kompliziert. Denke ich. Ja, wenn es zu einfach wäre, wäre es ja langweilig. Also muss ich jetzt auf jeden Fall noch eine Kloster, eine Kräuterspaßgeschichte hier bauen. Dann mache ich das dann mal. Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall produziere ich mit zwei von den Klosterbrauereien schon mal genug, um meine Patrizier glücklich zu machen. Okay. Davon habe ich 675. Abgesehen davon, dass ich mal endlich mal kleine Lagerhäuser bauen muss, ne? Getreide. Ach, das wird ja ein Spaß hier. Kann ich das jetzt noch? Oh, das funktioniert sogar. Der Sandsturm ist Gottlob vorüber. Na endlich. Sind die jetzt ausgezogen auf der Insel? Nö, sind wir alle da. Sehr gut. Aber dafür sind die Felder vertrocknet, weil die Noria auch nicht produziert hat oder kein Wasser. Oh Mann, ey. Ach, das ist ja fies. Ja. Ich weiß nicht, muss man die neu anlegen oder erholen die sich dann wieder? Wer? Ach, die erholen die Felder. Die Felder erholen sich, glaube ich, wieder. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ist deine Vorzeit? Direkt unter meiner Hauptinsel. Aber ah, so wie es aussieht, erholen die sich wieder. Ja. Die werden wieder grün. Sehr gut. Ach guck mal, er verkauft Datteln. Sind aber momentan keine zu haben. Ja, na, weil die höchstwahrscheinlich jetzt alle gerade aufgegessen wurden, die noch da waren. Vermutlich, ja. Ja. Vermutlich. So, bauen wir hier mal noch so eine zweite Brauerei, obwohl die erste auch schon erstmal keine Kräuter hat. Aber jetzt müssten eigentlich welche da sein. 6 Tonnen. Wow. Oh, das war sogar ein Kräuterfeld zu viel, sehe ich gerade. Okay. Ich habe nur noch 44 plus. Was machst du denn? Weiß ich auch nicht. Ihre Gebäude was habe ich denn gebaut? Vergrößert. Was habe ich denn gebaut? Das Feuer wütet in ihrer Siedlung. Was? Bei mir brennt's. Ach, da unten. Dieses dämliche Verwaltungsgebäude kostet einfach mal 40. Ja, aber es bringt dir ja auch wieder was. Nicht genügend Baumaterial. Ja. Das ist jetzt ein Scherz. Ich kann die Feuerwehr nicht bauen, weil mir... Ach, du ahnst es doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Woher brennt ab? Nee, ich habe einfach eine von den blöden Brauereien wieder abgerissen. Es gibt ja Gott sei Dank die Ressourcen wieder. Ach, jetzt wollen die von mir Gerberei und so haben. Ja. Das steht bei mir jetzt auch an. Man könnte nicht einfach mal aufhören. Das hat nie ein Ende. Bettler sind auf dem Weg in meine Stadt. Oh Gott. So, Zimmermannshaus. Ja, los geht's. Gibt das irgendwo, wo war das nochmal, dieses Bettlerhaus? Ja, ich weiß, was du meinst. Gibt es auch. Nutzt diese Baupläne, um in südlichen sesshaft zu werden. Kann man das erst später bauen? Es kann sein, dass man es auch später erst bauen kann. Nee, das kannst du nicht später erst bauen. Das müsste man jetzt schon bauen können, weil alleine schon Bettler auf dem Weg hierhin sind. I don't know. Minisa. So. Kann eine große Statue bauen. Was ist denn jetzt hier mit meinen Kräutern? Irgendwie passiert ja nichts. Kann man das nochmal upgraden hier? Dass es vielleicht schneller läuft? So. Gott, ich freue mich schon drauf, wenn ich die Papiermühle und sowas bauen muss.
mache jetzt 350 plus. Und ich habe 1548 Was? Leute. Aber ich habe halt auch keine Kriegsschiffe oder solchen Spaß. Wie viele Leute hast denn du? Wo sehe ich das? Alter! Die Typen, die würden hier ankommen, das sind 166 und die würden sich mit... Nee, warte, meine Bevölkerung würde sich mit 7000 Gold erkenntlich zeigen. Ihr kommt rein, ihr Popelköppe. Nee, warte mal, die zeigen sich nur erkenntlich, wenn du die nicht reinlässt. Was? Ernsthaft? Ja, die Adligen wollen die nicht. Das sind ja Penner. Mann. Aber das Problem ist halt, wenn du das ein paar Mal machst, dann kommen die Penner mit Missgabeln und dann musst du Militär bauen. Warum hat mir das denn keiner gesagt? Hast du die jetzt reingelassen oder wie? Ja. Ja, also... Ach, was soll der Geiz? Kommst du halt eh nicht drum rum. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Habe ich jetzt auf dieser Insel ja eigentlich Flussplätze? Natürlich nicht. Zahnloses, altes Vieh, meine Güte. Gibt's hier oben Flussplätze? Ach, natürlich auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Ich habe auf der Insel ja Flussplätze, okay. Aber die brauche ich auch für Papier irgendwann. Aber ach, das ist echt assi. Also die Flussplätze sind wirklich, das ist richtig assi. Salz. Inwiefern gibt es zu wenig davon oder was? Ja. Also ja, es gibt halt zu wenig Inseln. Das Problem ist ja, du brauchst ja bloß eine verschissene Insel, wo die drauf sind. Ach Gott. Genau. Mit Herausforderungen kann ich hier wohl... Cool. Der Erfolg dieser Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Wie will 9 Tonnen? Sulti will irgendwas haben. Ja, 9 Tonnen Weizen. Ich schick die mal, ich schaff die. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir. Also, ich brauche eine Salzmine. Dann brauche ich eine Saline, die braucht Kohle. Dann brauche ich. Zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Ach, das ist ja mal spannend. Was ist passiert? Die Marie und der Schmalzi haben ihren Handelsvertrag aufgelöst. Nett. Vielleicht bomben sie sich gegenseitig weg. Das wäre mal wirklich cool, ja. Habe ich denn überhaupt Salz auf dieser Insel? Ja, dreimal habe ich das sogar. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 7. Ach, tolle Wurst. Ach, der will Werkzeug und Holz haben. Oh Mann, ey. Krieg ich jetzt auch die Schnibbidi-Wip. Du machst den alten Sack mit dem Weizen, ne? Ja. Ja, das ist gut. Dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. An der Bierfront aus. Ich weiß, dass ihr Lederwämse haben wollt, ihr Penner, aber warum wird denn hier kein Bier produziert? Wird, aber es dauert einfach ewig. Ja, Bier dauert relativ lange, bis die Produktion gut anläuft. Ich muss jetzt zum Beispiel noch ewig und 5 Tage warten. Bis ich mal die nächste Brauerei bauen kann. So, dann kommt ja gleich. Ich brauche noch eine Insel. Eigentlich ist es fast egal, was man darauf anbaut. Ich brauche einfach noch Platz. Weil diese niftliche Insel, die ich jetzt bei mir gegenüber habe, die ist halt kacke klein. Und die Insel, die wir uns teilen, die würde ich mir gerne für das Bier Habt und so Habt ihr in der euch anvertrauten Sein, Bart des Propheten? Was? Ach, du hast die erfolgreich beendet und der pimmelt mich an, oder was, weil ich das nicht gemacht habe? Ja. Exakt. Alles gut. Wieso pimmelt er mich an, Mann? Ach, ist alles deine Schuld. Ihr seid nicht die Art von Geschäftspartner, die ich bevorzuge. das war das falsche Menü.
Verbitterter alter Mann nennt ihr mich? Treibt es nicht zu weit! Alter, wo soll ich denn 6000 hernehmen? Ich wäre euch vermutlich keine große Hilfe. Geh weg mit deinen 6000 Forderungen. ich kann dir nicht mal 600 geben, ja? Also. Oh Mann, ey. Weißt du, ich krebs immer am Limit rum. Ich merk schon. Ich hab nicht mal genug Holz auf der Insel. Ich bin voll mit Holz. Eigentlich könnte ich hier mal irgendwas schlafen legen. Du, geh mal. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiegt. Boah, das nervt. Ich muss mir jetzt echt schon... Alter, der hat sich die kleine Pupsinsel da unten. Ja, wer weiß, was es da gibt, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Da gibt's halt meistens. Ich weiß ja, was es da gibt. Ich meine, du musst ja nur drauf gucken und dann weißt du, was es da gibt. Ja. Man weiß ja nicht, was er braucht. So rum ist es vielleicht richtig. Fahr schneller, Schiff! Fahr schneller! Ich kann es schließlich nur dazu. Von was kriegt der Lehm, Zuckerrohr und Koffee? Mit Gott vertrauen kann alles. Oh, jetzt hat er es dir gegeben. Ganz schlimm, ich bin zutiefst getrübt. So. Kann man nicht irgendwie Diplomatenrollen oder sowas zu den Typen auch hinschippern? Ah, das weiß ich nicht. So. Jetzt gehe ich mal auf Inselsuche hier. Ist bei dir noch irgendwie. Ist zwischen der Hauptinsel von dem Schmalzi und da rechts noch irgendwie was? Wo rechts? Kann man hier Markierung setzen? Ich glaube nicht. Ich meine, du hast ja deine Hauptinsel und unter der, so rechts schräg drunter, ist ja... Was führt euch hierher? Medaille? Aha, okay. Interessant. Insel von Schmalzi, so. Ja, da rechts daneben. Da habe ich noch nicht erforscht. Ist da noch irgendwie eine normale Nordinsel? Da ist noch eine Nordinsel, die ist aber auch von Schmalzi. Nee, die ist nicht von Schmalzi, die ist von Mariechen. Ja, die sehe ich, da aber oben. Da ist halt, da, also quasi da drunter. Da drunter ist noch eine Insel. Nein, da fahre ich mal hin. Okay. Das ist aber so ein langgezogener Schlauch, aber hier gibt es auch einen Fluss drauf. Gut. Naja, dann... Mit 3 Plätzen. Das ist gut. Das ist Getreide, kannst du hier drauf auch anbauen. Sehr gut, mein Schiff ist unterwegs, aber das wird erst in der nächsten Folge. Es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit. Ja. Schade aber auch. Mensch, es geht immer so schnell rum. Ja, schlimm. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, ne? So wie immer. Ja, nur beim Ohare nicht. Bei dem doppelt. Doppelt nach unten, wolltest du sagen. Doppelt nach unten, ja, ist auch nach oben, oder nicht? Minus mal Minus ist Plus. Ja. Bis. Ach komm, das ist jetzt so schwer. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ihr seid Ciao. Nicht die Art von Geschäftspartner. Ach, halt die Klappe.